spielst im Winter in der Halle und möchtest noch effektiver spielen. Hier sind 3 Tipps, wie du dein Spiel da nochmal effektiver aufbauen kannst. Der erste Tipp ist, schau, wo du dich positionierst. Versuch nah an der Linie zu stehen. Wie du siehst, stehe ich jetzt hier ungefähr 1 Meter entfernt von der Grundlinie. Draußen würde ich beispielsweise hier stehen, weil das Absprungverhalten des Balles ganz anders ist. Als nächstes, wenn der Ball zu dir kommt, versuch dem Ball immer ein bisschen entgegenzugehen. Du siehst, ich laufe diagonal dem Ball entgegen. So kann ich auf der einen Seite viel mehr Energie übertragen auf den Ball, weil ich dem Ball entgegengehe und kann mir so nochmal viel mehr Kraft sparen im Schlag und habe im Endeffekt eine bessere Kontrolle, weil ich nicht so viel Kraft aus dem Arm holen muss. Als drittes noch, versuch den Körperschwerpunkt möglichst die ganze Zeit tief zu halten. Dadurch, dass das Absprungverhalten etwas flacher ist, hast du da eine viel stabilere Position.